Hallo ihr Lieben, wir melden uns von unterwegs, denn wir sind schon wieder unterwegs. Und zwar fahren wir heute für ein paar Tage, also ein verlängertes Wochenende durch den Feiertag, fahren wir in das Saale-Unstrut-Gebiet. Und zwar auf dem Campingplatz an der Rudelsburg. Die kennen wir noch nicht und deshalb sind wir schon sehr gespannt, wie es wird und nehmen euch dann auch gerne mit. So, da sind wir wieder. Hallo Tine. Hallo Andi. Ja, freut mich, dich neben mir zu haben. Dito. Ja, wie ihr seht, sind wir hier auf der A9 unterwegs Richtung Leipzig. Lassen Leipzig aber links liegen und fahren weiter bis zur Ausfahrt Naumburg. Und von dort aus geht es dann auf die Landstraße, wie hier zu sehen. Landstraße Richtung, ja, Richtung Naumburg. Mhm. Und wie man sieht, bei schönstem Reisewetter. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ja, es war herrlich. Ja, wenn man so mit 80 über die Landstraße fährt, keine LKWs und ja, der Stau ist vorne immer am schönsten. Nein, wir haben niemanden aufgehalten. Also war eine ganz entspannte Fahrt bis dahin. Ja, nachdem wir dann Naumburg passiert hatten, sind wir weitergefahren Richtung Bad Kösen, denn da liegt der tolle Campingplatz. Camping an der Rudelsburg. An der Rudelsburg, ja. Das heißt ja auch Naumburg, glaube ich, OT, nee, OT Bad Kösen. Oder so, genau. So rum, genau. Also wir sind ja nachher auch Fahrradweg durch. Ja, hier kommt ja die schmale Einfahrt, also gut, dass da keiner entgegenkam, weil mit dem Wohnmobil kannst du da nicht gut ausweichen. Also die Bergfahrer haben natürlich Vorfahrt, wenn einer von unten kommen sollte, aber dadurch, dass die Anfahrtszeiten und die Abfahrtszeiten gut geregelt sind, hat man eigentlich so gut wie gar keinen Gegenverkehr. Ne? Aber das hat man alles später erst rausbekommen. So, natürlich waren wir nicht die Ersten und die Einzigsten. Hier haben wir uns dann einfädeln müssen und haben dann, sind vor an die Rezeption gelaufen und haben uns angemeldet. Genau. Angecheckt, ja. Ja, schon eine kleine Warteschlange. Wir sind ja an einem Freitag, ne, sind wir ja angekommen, genau. Freitag ist ja auch meistens Anreisetag. Genau, das ist die Rezeption, da ging es dann rein. Ja, nach der Anmeldung sind wir dann mit Hilfe der Karte zu unserem Platz gefahren. Und wer jetzt nicht mitschreiben konnte, wir verlinken nochmal alles in der Videobeschreibung. Ja, hier links kommt ja schon das Sanitärgebäude.
Das zweite ist das, ne? Ja. Vorne an der Rezeption war auch noch eins hier, so ein kleines nettes Restaurant. Da gibt es allerlei Leckereien. Schnitzel, Burger, Würzfleisch, Soljanka. Also man wirbt da wie futtern, wie bei Muttern. Die Speisekarte kann man sich auch vorab von der Website downloaden. Kann man schon mal gucken, schon mal schmökern, was es da alles Schönes gibt. Ja, einige Dauercamper sind auch auf dem Platz. Obwohl, der hat das ganze Jahr ja gar nicht offen. Ne? Die haben ja nur saisonweise, haben die geöffnet, ja. Aber wie gesagt, auf der Webseite erfahrt ihr mehr. Dort könnt ihr auch die Plätze reservieren. Einmal in der Runde gefahren. Hier links ist schon unser Plätzchen, kurz rangiert. Genau, zeigen wir jetzt auch auf die Frischwassersäulen. Es gab jetzt keinen Wasseranschluss direkt am Platz, aber man konnte viele Frischwassersäulen nutzen. Hier ist die Entsorgungsstation, nämlich am Eingang, also nach der Schranke. Und hier sehen wir es nochmal. Die Schranken sind kennzeichengesteuert, Kennzeichen sind hinterlegt. Und wenn man mal raus und reinfahren möchte, innerhalb der Camping-Mietzeit, gehen die Schranken automatisch auf. Hier gerade mal ein Sanitärgebäude. Die Abteilung für die Damen ist der Händewaschbereich. Und hier geht es einmal zu den Toiletten. Ausreichend Kamin. Auch alles picobello sauber. Schön hell und freundlich. Sind auch täglich gekommen, da gab es so feste Zeiten zum Reinigen. Ne? Da kann man sich gut drauf einstellen. Ja, hier die Schuhablage, da wollen sie also, dass man da die Straßenschuhe abstellt, ist ja auch vernünftig, finde ich. Und genau, und hier kommen wir zu den Duschkabinen. Und früher müssen die wohl über diese mit Duschmünzen betrieben worden sein, die Duschen. Das ist aber jetzt außer Betrieb. Man muss aber diesen Knopf da betätigen, damit das Wasser angeht, und nach einer Minute geht das Wasser aus. Dann muss man einfach nochmal auf den Knopf drücken. Das kann man so oft machen, wie man will. Also es gibt da keine Beschränkung. Und die sozusagen die Duschen ist im Preis inbegriffen. Schatzi, machen wir jetzt noch einen schönen Abendspaziergang? Ja. Okay. Aber was für einen schönen. Wo willst du denn hin jetzt mit mir zur Burg? Da runter, da, das geht so grob Richtung Saale. Ah, okay. Schauen wir uns die mal an, ne? Du, wir sind auf dem richtigen Weg. Vorsicht. Jo. Da ist die Saale. Ja, hier gibt es auch diese Kanufahrten. Die starten hier auch, glaube ich. Schatzi, fährst du mit mir Kanu?
Ach komm, den Spreewald kannst du vergessen. Das wiederholt sich nicht mehr. Die Saale ist auch ein bisschen breiter. Ja. Da ist aber eine ganz andere Strömung hier. Ja. Wahrscheinlich. Aber ach, guck mal. So wie es aussieht. Eigentlich ganz ruhig, ja. Ach, schön. Ach, wie schön. Guck mal. Herrlich. Ja, neuer Tag, neues Glück. Ja, sind wir gleich los. Ich glaube, noch vor dem Frühstück Ja. Sind wir dann auf dem Weg Richtung zur... Na, wir sind eigentlich zur Rudelsburg hoch, genau. Den Wanderweg. Der fängt nämlich gleich nach der Schranke, sozusagen, kurz nach der Schranke. Vom Campingplatz geht das gleich rechts rum los. Ja, was hier so einfach aussieht, die Steigung, die da hochgeht. Also deswegen vertonen wir auch nach, denn da hatten wir keine Puste mehr, um irgendwas zu erzählen. Es wurde auch langsam warm, je näher man da zur Sonne kam. Und ja, hatte aber riesen Spaß gemacht. Ja, ist eine kleine Herausforderung, gerade wenn man so ungeübt ist. Aber ja. Ja gut, wir hatten schon mal den Monte Baldo ganz schnell gemacht. Ach, am Gardasee. Ja, am Gardasee. Und seitdem, da ausgehabt. Genau, und seitdem wissen wir, dass wir die Berge langsam angehen. Ja, da haben wir draus gelernt. Oh ja. Gott. Ja, nach dem mörderischen Aufstieg von 300 Metern in der Länge aber, sind wir hier schon belohnt worden mit einem ganz tollen Ausblick oben auf. Von oben auf den Campingplatz. Hier war auch schön, da haben wir es fast geschafft, wir waren fast am Ziel. Da gibt es einen wunderschönen Ausblick auf die Saale. Und auf Höhe der Aussichtsplattform der ersten jetzt steht das Löwendenkmal, was die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges ehrt. Ja, das war auch sehr, sehr beeindruckend. Hier ist der junge Bismarck zu sehen. Als Student, ja. Mhm. Und Wilhelm I., der hier auch sein Studium absolvierte. Da ist die Rudelsburg. Ja. Am Außenweg sind wir da entlang. Mm. Und nochmal so ein wunderschöner Blick, wenn das Schild weg ist, auf das Saaletal.
Ach ja, da haben wir uns die Räder geschnappt, haben eine schöne Radtour begonnen. Und zwar haben wir von der Rezeption so einen Flyer bekommen. Der hieß Leichte Radtour zu den Weingütern der Region. So 27 Kilometer. Die ist auch bei Komoot hinterlegt, die Tour. Da blenden wir nachher nochmal die Karte ein. Und das Schöne daran ist, der Radweg geht so schön, die Tour geht so schön an der Saale lang und man kommt nachher auch an die Unstrut. Und wenn man sich so wie wir verfährt. Naja, so ein Stückchen weiter aber rechts, und auch man links, rechts die Weinberge, ja. Aber es war ja nicht richtig zu empfehlen. Also sie ist ganz toll. Also wenn ihr in der Gegend seid, macht die unbedingt, die ist wunderschön. Ja, hier sind wir noch in Bad Kösen und suchen uns jetzt den richtigen Radweg an der Saale entlang, damit wir zu den Weingütern der Region gelangen können. Mhm. Jetzt mussten wir erstmal eine kurze Pause einlegen, um uns zu vergewissern, dass wir auch auf dem richtigen Weg sind. Ja. Eigentlich kann man rechts und links der Saale fahren, aber wir sind jetzt vor der Saale abgebogen. Hier fahren wir durch ein Kleingartengebiet, was uns dann auf den Hochwasserschutzdamm der Saale führt. Da ist ein schöner Radweg. Ist das ein offizieller Radweg? Ja, hier stehen noch andere Fahrräder, ja. Siehst du? Und sogar noch ein Anhänger. So, nachdem wir wieder ganz schön Geschwindigkeit herausgenommen haben aus dem Video, genießen wir jetzt mal den Blick auf die Rapsfelder rechts und links auf die noch etwas kargen Weinberge. So, hier blenden wir mal die leichte Radtour ein zu den Weingütern, damit man ungefähr einen Überblick hat. Und diesen blauen Strich sind wir entlang gefahren. Genau, und die Saale versteckt sich so hinter den Bäumen links, sieht man jetzt nicht so gut vom Rad aus. Ja, und dann die Gebäude, die man jetzt auch links sieht, die sind also jenseits des Ufers der Saale und verbergen sich zum Großteil die Winzer und Winzerhöfe. Genau, mit den Heckenstuben, ne, wo man da mal auch den Wein probieren kann. Ja, hier kommen wir an eine etwas größere Stromschnelle. Das ist der Ort, an dem die Kanufahrer und Bötchenfahrer zu Fuß weitergehen müssen. Ja, unbedingt. Da gab es auch ein Hinweisschild. Lebensgefahr. Also da muss man unbedingt ans Ufer und kurzen Weg
fragen, bis die Stromschnelle sich wieder beruhigt hat. Jetzt, genau jetzt, kommen wir zu dem kulinarischen Teil unserer Reise, auf den wir uns sehr gefreut haben. Lecker Wein. Ja, Saale Unstrut Wein. Die haben das auch schön gemacht, der Garten, die Straußenwirtschaft. Also richtig gemütlich hat man da gesessen, war sehr schön. Ja, kurz vor Naumburg sind wir dann über die Saalebrücke Naumburg-Henne gefahren, damit wir auf die andere Saale-Seite kommen und dort wieder Richtung Bad Kösen fahren können. Da verfährt man sich einmal und zack, ist man an der Unstrut. Und hier unsere letzte Station, das Weingut Kloster Pforta. Ja, da waren wir froh, dass es noch offen hatte. Da waren wir erst unsicher, aber... Ja, der Besuch hatte sich gelohnt. Ja. Ja. Mhm.
Da sind wir ja schon wieder. Fassen wir mal kurz zusammen. Toller Campingplatz. Es war wieder ein sehr schöner Kurzurlaub. Der Platz hat eine super Lage. Man kann von dort aus tolle Wandertouren machen, Radfahren. Naumburg mit seinem Dom ist in der Nähe. Ja, wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat. Würden uns wie immer über ein Like freuen. Und damit bleibt uns nur zu sagen, macht's gut, Nachbarn. Bis zum nächsten Mal.